Überall. Überall sind sie. In dem Gehege hier. Da liegt eine. Hier liegen schon alleine zwei. Liegt hier noch irgendwo eine? Vielleicht hier auf den versteckten Felsen. Oder hier unten? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier unten liegt keine. Aber das ist auch eigentlich mal nice to looken wäre. Achso. Ja, mein. Und sie ist richtig scheiße. Inzucht. Ja. Diese Folge. Machen wir etwas. Etwas. Ja, wir machen etwas. Also erstmal würde ich sagen, wir gucken, dass die hier nicht mehr ausbrechen. Hört auf, von der Treppe runter zu starren. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal eine meine Güte, mein Gehirn arbeitet wieder nicht. Aber ist ja nichts Neues. Underwater Viewing Gallery. Nein. Ja. Nein. Nein. Ärger mich nicht, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ärger mich nicht. Was zum Teufel? Ja. Irgendwie so. Ist das machbar? Wichser. Kein Bock mehr. Es läuft schief bei dir. Wieso kriegst du den blöden Weg jetzt nicht mehr platziert? Hallo? Ich hab das doch vorne auch hinbekommen. Ey, das ist doch. Ah, das ist. Planet Zoo, du machst es mir nicht einfach. Dich noch weiter zu mögen. So. Ein bisschen mehr in die Richtung, nicht. Nicht. Jetzt muss es doch funktionieren. Haare. Oh. Ich hab noch Tunneln an, ich dem Lack. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wieso ist das so schwer? Mal so gefragt. Es ist nur eine. Das habe ich. Ich pack das einfach ins Speedbuild.
Es regnet draußen, also nicht in Real Life, da scheint die Sonne, sondern in Game. Und ja, habe ich schon Hallo gesagt, oder? Ja, habe ich schon. Verkrümeln sich jetzt auch alle in die Häuser. Jo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das so weiterbauen kann, soll kann. Ganz ehrlich, wäre ich ein Tier, ich würde so Scheiße, es regnet, ab ins Haus. Aber es sind halt, die Tiere sind halt nicht so. Ich wollte nach einem Bar zu lange Transportbox. Ja, dann geh raus aus der Transportbox. Tiere kämpfen um Alpha-Status. Hyänen. Huch, hatten die so viel Nachwuchs? Freilassen. Ich wollte nach einem Veterinärforschung. Löwenweibchen suchen. Meine Güte, das hat jetzt aber lang gedauert. Ein Löwenweibchen für unseren lieben kein Plan, wie der Name war. Warte, ich guck nach. Für unseren lieben Osei. Da ist ein Kaffernbüffelmännchen. Natürlich. Nee. Weißt du, das sind das gerade mal welche mit guten Werten und dafür müsste ich dann meine ganze Kohle rausholen. Ach Mann! Das ist doch Bullshit. Löwe. Der festafrikanische Löwe. So. Ein Weibchen. Gutes bitte. Kann auch ein normales Weibchen sein, ich meine. Und wir hatten ja schon ein weißes Löwenpärchen. Die sieht ganz gut aus. Ich mach mal einen Filter rein. Weibchen. Filter. Ich finde es übrigens gut, dass der Shop endlich mal ordentlich funktioniert. Wahrscheinlich, weil jetzt der ganze Hype weg ist. Das einzige weiße Löwenweibchen, was es gibt, ist halt hier bei 10.000. Und ich habe keine 10.000, wenn man sich das mal hier unten anguckt, ne? Die ist Gold für 1328. Ich würde sagen, wir können es ja mal angehen, ne? Dass wir für ein Tier so viel Kohle rausplättern, ne? Aber ich meine, guck mal, die hier ist Bronze und kostet einfach 3000, was ist das? Ach, komm, machen wir's. Bis zur letzten Seite, bitte. Dann hauen wir ihn wieder rein und Madame von und zu Schnürschuh verlegen. Gehege 17. So. Ui. Richtig. Ich warte nur auf die beiden. Haben die hier drüben jetzt eigentlich endlich mal was zu futtern bekommen? Sieht halt nicht so aus. Ja, eure Hoheit. Typisch. Classic. So, wir haben wieder Löwen, wir haben wieder
Wir haben jetzt die Elefanten ausbruchssicher gemacht und die Underwater Viewing Gallery. Apropos. Überall, wo man sie sehen kann. Hier noch einen. Hier an der Ecke. An der Ecke. Hier unten. Und ja. Das war's jetzt fürs Erste mit dem Mülleimer. Außer hier oben liegt auch was an Müll. Ja, tut es. Dann kommt auch hier ein Mülleimer hin. Und weil es eigentlich auch ach so. Und zwar habe ich mir überlegt, für diese Folge, dass wir das hier hinten noch so ein bisschen umkrempeln. Und obwohl. Ich wollte nämlich eigentlich so ein kleines Affenhaus bauen, weil die Mandrills, die leben ja auch in Afrika. Ne? Mal gucken, was noch haben wir. Mandrill. Hier, die Mandrill leben auch in Afrika. Und da kann man eigentlich ein kleines Affenhaus bauen für die Mandrill. Aber wie viel kostet denn so ein Mandrill? Mandrill, der schlafen. Hat ständig freigelassen. Mandrill. Geschlecht bleibt. Gemeinheit! Miese Brise! Hätte nur ein bisschen gewartet. Nur männlich und dann auch noch so schlecht und ne, okay, der ist halt nicht so schlecht und auch nicht so teuer. Ja, aber für Afrika-Bereich brauche ich halt die Mandrill, weil ich will ja jedes einzelne Tier, das es gibt, im Planet Zoo in dem Zoo haben, auch wenn meine FPS da vorher so sagen, nope. Aber Veterinärforschung abgeschlossen. Ich versuche es wenigstens. Dankeschön, Polarwolf. Man ist hier der Elefant mal. Alles klar. Wir haben keine Katas mehr, wir haben keine Waris mehr, wir haben keinen Goliath, Käfer, Springbock, Warzenschwein, Weißschwanz, Gnu und Kata. Habe ich schon gesagt. AKA das Gehege hier steht leer. Jo. Tier ist am Verhungern. Dann geh was futtern. Das ist ja. Ich bin der Wunderland. Ich würde sagen, weil wir den Afrika-Bereich ja sowieso hier nach hinten so ausweiten, würde ich sagen, packen wir das Affenhaus, könnten wir das eigentlich hier hinpacken. Oder
Wir machen das hier hin, weil hier stehen ja schon zwei relativ große Häuser. Da können wir das eigentlich hier hin machen. Also, würde ich mal sagen, fange ich mal an mit dem Affehaus, ne? Thank you.
habe ich jetzt die Aufnahme pausiert. Oh Gott, ich hasse es. Mein Gehirn ist so... Ach Mann. Weißt du, da kann man schon schneiden und dann pausiert man die Kackaufnahme trotzdem. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich das gemacht habe. Hallo. Ich will das schon wieder nicht, ey. Halt die Klappe da drüben. Nachricht. Alter, das sind so... Als wollten sie mich nur ärgern. Junge, da gibt's kein Problem. Da steht dann eine Null, wenn das reinkommt. Meine eigene Dummheit macht mich schon wieder so aggressiv. Ich werde hier in letzter Zeit die ganze Zeit nur aggressiv. Auch kein Wunder, die einzige Person, die mich jemals runtergebracht hat, war, ist jetzt weg. Tschüssi. Ich fühle mich einfach gerade so dumm. So. Ich würde mich am liebsten gerade selbst ohrfeigen. Ich meine, das mache ich oft genug, aber. Bringt nix. So. Halt die Busche da hinter mir. Wo kann ich die Kacke hier hinpacken? Ja, dann hau's doch hier hin, meine Fräse. Eigentlich wollte ich hier hinten Vivarien hinmachen, bis ich dann gemerkt habe, wir haben gar keine Vivarientiere für Afrika mehr. Die kommen ja alle aus Südamerika. So, und jetzt gucke ich mal, können die hier überall lang? Also hier drin schon mal ja. Hier draußen habe ich schon den Ast vergessen, der sie nach unten bringt. Ich hoffe, das reicht. Das ist das Weibchen, ich will immer das Männchen, weil. Oder am besten einfach das größte Tier, was in dem Fall ja das Männchen ist. Und nein, das funktioniert so nicht. Das ist schade. Sehr schade. Sehr schade. Obwohl das Haus an sich eigentlich denn vom Platz her eigentlich auch reichen müsste. Überall hier hin. Das heißt doch, wir könnten so drüber klettern. Ja, nicht mal hin.
es ist im Dunkel. Ja, okay. So. Ich würde mal sagen, das wär's jetzt fürs Erste. Mit dieser Folge, ich überlege mir, was ich hier hinten reinmache, weil das kann ich ja nicht so nackt, obwohl eigentlich könnte ich schon nackt, aber ich will das nicht so nackt lassen. Ah, die kommen hier, die kommen bestimmt nicht. Komm her, meine Güte! Oh doch, die kommen hier hoch, wie kommen die da hoch? Achso, springen. Ja. Geländemäßig. Zu wenig kurz, zu viel langes Gras. So. Damit hätten wir das. Das Mandrillhaus. Jo. Im Afrika-Bereich. Nächstes Tier fertig. 1:12 nehme ich auf. Ui. Wegen der Pause, wegen der extrem langen Pause. Obwohl es mit dem Männchen vielleicht besser wäre jetzt, aber. Ach komm, lass mir das mit dem Männchen machen, ich schon. Auch wenn er jetzt nicht da oben lang klettert. So. Fertig. So. Dann machen wir noch schnell. Junge, was habe ich denn? Tier verstorben. Siehste, schon ist der Alte tot und wir können den Jungen einsetzen. Tiere wäre Tüpfeljene, bla. Ja, also. Ich hör. Ach du Kacke. Dabei sind das nicht mal viele. Ich hab schon Zus mit deutlich mehr gehabt. So. Heute haben wir das Mandrillhaus gemacht. Ja. Mehr gibt es da eigentlich jetzt gerade gar nicht zu sagen. Dank meiner Dusseligkeit wird das wahrscheinlich eine relativ kurze Folge. Nope, diese Folge war länger als alle anderen bisher aufgenommenen Speedbuild-Folgen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr es guckt, ist halt schwer zu sagen. Folgt mir auf Insta. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auch noch die Glocke neben dem Abo. Ansonsten hoffe ich sehe euch in der nächsten Folge. Ciao!